Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Cold War und heute hier mit einem Waffenguide für die AK-74U. Eine richtig geile Waffe mit guter Mobilität, Feuerrad und Mannstoppwirkung, aber mit ein klein wenig weniger Reichweite. Wir haben natürlich die Waffe auf Gold gegrindet und heute einen Waffenguide für die Waffe zusammengebaut. Und natürlich im heutigen Video sprechen wir noch ein klein wenig über neue Waffen und neue Karten, die gelegt wurden und über die Pläne, was ich hier bald hochladen werde. Denn momentan haben wir Nuketown mit Doppel-EP für eine komplette Woche. Und ja, wir werden natürlich Raketenwerfer, Granatwerfer und Co. auch auf Gold grinden. Wir wollen natürlich nicht nur Diamant, wir wollen natürlich die Dark Matter Tarnung. Und dafür werde ich jetzt ein paar Tage mehr Nuketown grinden und natürlich eher weniger Video hochladen. Dafür mehrere Live-Übertragungen, aber wir starten auch heute durch mit dem Call of Duty Cold War AKU Waffenguide. Bei der Mündung hätte ich hier den GAU Mündungsfeuerdämpfer. Dadurch werdet ihr nicht auf der Karte markiert und habt mehr Kontrolle beim Feuern. Mit Liberatorlauf habt ihr nochmal mehr Projektilbeschleunigung. Dann hätte ich hier noch einen Unterlauf-Vordergriff mit dabei für mehr Trefferkontrolle. Ihr könnt aber auch gerne den Tempogriff reinpacken für mehr Beweglichkeit beim Sprinten. Mit dabei hätte ich hier Schnelllade mit mehr Kugeln, immer total wichtig. Mit den Magazinen könnt ihr relativ schnell nachladen und habt auch mehr Muni mit am Start. Und hier beim Schaft hätten wir nochmal mehr Mobilität und nach dem Sprinten Feuertempo. Mit dabei hätte ich hier natürlich hier meine Perks und Waffen wie immer. Wenn ihr Bock habt, gerne nachbauen und gerne probieren. Und dann Leute, let's go mit dem Gameplay. Natürlich in der Runde wäre die AKU die perfekte Allround-Waffe. Die hat eine gute Mobilität, Feuerrate, gute Treffergenauigkeit. Der kleine Haken wäre nur die Reichweite. Bedeutet, ab ein paar Meter macht die Waffe gerne eine Menge Hitmarker und dann braucht ihr auch mehr Kugeln. Durch die hohe Feuerrate verbraucht ihr auch eine Menge. Und ja, im Nahkampf werdet ihr dann öftere Male Muni-Probleme bekommen. Ihr könnt eventuell noch mehr Kugeln mitnehmen oder den Schnelllader mitnehmen. Aber ja, immer wie ihr wollt. Natürlich mein Waffenguide gerne nachbauen und probieren. Weil mit dem Waffenguide hier habt ihr auch einen etwas anderen Lauf, wie ihr bemerkt. Der erinnert mich ein klein wenig an die ASVEL. Eine Waffe auch mit Unterschallmuni, hoher Feuerrad und ähnelt auch der AK ein klein wenig. Eine coole Waffe, den ihr werdet auch nicht auf der Karte markiert. Perfekt für Suchen, Zerstören, für Stellung, Herrschaft und Co. Und ja, die Goldtarnung gefällt mir echt gut auf der Waffe, aber wir machen momentan noch weiter. Weil momentan haben wir Nuketown mit dabei, mit doppelter EP und doppelter Waffen-EP für eine komplette Woche. Bedeutet, wir grinden alle Waffen auf Gold. Und ja, Raketenwerfer, Granatwerfer, Kampfmesser und Co., die brauchen echt lange und echt nervige Aufgaben mit am Start. Die werden mir momentan hochgrinden, ein klein wenig. Bedeutet, ich werde weniger hochladen. Aber natürlich bin ich noch immer für euch da. Ich mache Live-Übertragungen, hin und wieder auch wieder ein Video. Aber ich will dir eine Woche lang wirklich durchgrinden und Waffen hochleveln. Mein Tipp, macht das auch gerne, weil dann habt ihr natürlich den ganzen Grind hinter euch. Und ja, wir haben momentan auch ein paar andere Neuigkeiten. Einmal hier die Mac 11 wurde gefunden in den Daten. Und bei der Roadmap, die ich schon vor Wochen vorgestellt habe, mein Video werde ich nochmal unten verlinken, gerne angucken. Da wurde natürlich die Striker gefunden und auch die Kacer, eine AR mit hoher Mobilität und Feuerrate. Gerne euch angucken und natürlich, wenn ihr Bock drauf habt, gerne da beim Video vorbeischauen. Und ja, wir werden natürlich noch weitere Karten und Modi reinbekommen. Für die untoten Fans sind natürlich hier neue Karten geleakt worden. Ja, Kino der Toten wird wahrscheinlich nicht reinkommen. Aber ja, eine Karte namens Apokalypse wurde geleakt, noch ein paar Multiplayer-Karten wurden geleakt und der Feuergefecht-Mode. Der wurde eigentlich schon vor Wochen angekündigt, der wird aber wahrscheinlich dann hier Saison 1 durchstarten. Modern Warfare hat momentan auch keine, die möchten gerne Call of Duty Cold War mit Call of Duty Modern Warfare verbinden. Bedeutet, ihr könnt dann überall hochleveln, hochgrinden, eure Waffen könnt ihr dann auch in Warzone hochspielen oder in ja, Zombie-Mode, wenn ihr wollt, oder kooperativ. Und ich bin darauf mal echt gespannt. Wenn wir darüber nochmal Neuigkeiten bekommen, mache ich nochmal ein Video drüber. Aber an der heutigen Stelle war es das eigentlich mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne hier bewerten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne Fragen stellen. Wie schon erwähnt, Video unten verlinkt, gerne euch angucken. Neue Killstreaks werden auch viel leicht mit am Start. Aber ja, wir starten es heute auch durch mit der Nuketown Grind. Ich wünsche euch natürlich good luck. Und natürlich, wenn ihr Bock habt, gerne meinen Waffenguide nachbauen. Und an der Stelle, haut rein und goodbye.